Ja, und hallo zusammen. Ja, jetzt hier am Dienstag und der erste offizielle Schultag. Jetzt geht es hier gleich wieder los mit Klavier- und Keyboardunterricht Präsenz. Gestern am Montag haben jetzt auch schon ein paar Probestunden stattgefunden mit neuen Schülern. Und dann habe ich gestern auch noch sehr viel Bürokram erledigt. Ja, jetzt geht's dann hier gleich los und wir sehen uns dann morgen Vormittag wieder. Morgen Vormittag wieder wie gewohnt Online-Unterricht aus meinem Studio. Und guten Morgen, ja, jetzt hier am Mittwoch. Ich bin hier wieder in meinem Studio. Jetzt geht es gleich hier wieder los mit dem Online-Unterricht. Danach geht es dann wieder nach Gerresheim Präsenzunterricht und dann wieder hierher zurück zum Online-Unterricht. Ja, jetzt geht es dann auch hier gleich direkt los und wir sehen uns dann morgen wieder. Vermindert, HDF. So, und dann kommt man wieder schön nach C-Dur zurück. Oder man könnte auch schieben, also man könnte auch sagen, man spielt den F-Dur-Akkord so und schiebt das Ganze dann einfach eins hoch. Weil die liegen ja parallel, ne? Die liegen direkt aneinander, kann man parallel verschieben und dann wieder runter. Und dann entweder so. Ja, da ist man in der Popmusik nicht so streng. Da gibt es richtige Regeln in der Klassik, aber in der Popmusik darf man das. Hauptsache, ist es nicht, man springt nicht zu weit. Es ist alles okay. Und zwar als erst einmal nur Begleitung, also keine Melodie. Nur die Akkorde. Natürlich alles schön verbinden, sprich. Dass jemand dazu singen kann. Ja, genau. Man schaut sich immer erst die Basis an, ne? Das ist einfach der Dreiklang unten. Und dann hängt man noch einen siebten Ton dazu und muss man noch rausfinden, ob halt die Septime groß oder klein ist. Genau, große Septime ist Major 7 und die kleine ist einfach dann immer nur die Zahl 7. Vorne ist quasi noch C-Dur, also wenn man ab dem F-Dur spielt, dann ist es ja, machen wir hier, immer noch C-Dur und jetzt. B-Dur. Genau. Und vielleicht, ja super, und vielleicht kannst du sogar noch diese Bögen, die da mit drin stehen, dann auch quasi so mitspielen. Das ist ja zum Beispiel dann hier, dass man das quasi dann bindet. Also. Und natürlich hier hinten logischerweise auch. Und guten Morgen, hier wieder am Donnerstag Vormittag. Jetzt geht es gleich hier wieder los mit dem Online-Unterricht und danach geht es dann wieder nach Künzelsau zum Präsenzunterricht und wir sehen uns dann morgen am Freitag wieder. H und H und dann dazwischen das E. Das Fis ist die 9 oder die 2 und dann kann man das hoch appetieren. Und hallo zusammen, ja, hier wieder am Samstagvormittag in Würzburg-Frauenland. Gestern war ich noch den ganzen Tag in Haßfurt Präsenzunterricht. Jetzt geht es dann hier Samstagvormittag weiter bis in den
späten Mittag dann mit Präsenzunterricht und danach geht es dann wieder nach Hause in mein Studio zum Online-Unterricht. Ja, und das war es dann auch wieder für diese Woche. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche, Montag. Bis dahin wieder euch einen schönen Sonntag und ciao. Und mit einer Quinte und dann rechts 9 und dann natürlich die 6. oben.